Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Zuerst einmal, bevor es losgeht, möchte ich noch einmal wirklich Danke sagen und zwar dafür, dass wir die 2000 Abonnenten doch noch im Jahr 2016 geknackt haben. Wenn auch knapp, aber wir haben sie im Jahr 2016 geknackt und das war eigentlich sozusagen mein Ziel. War auf jeden Fall richtig cool von euch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das doch noch schaffen, denn irgendwie hatte ich dann am 31. morgens noch 1993 und dann am Abend hatte ich einfach 10 mehr und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und somit haben wir doch noch die 2000 Abonnenten 2016 geknackt. Das war auf jeden Fall richtig cool von euch, die Aktion. So, in diesem Video soll es nur kurz um ein Special gehen. Und zwar passend zu diesem Special seht ihr eine Folge Mario Kart im Hintergrund. Und zwar hattet ihr ja vor einiger Zeit, ihr konntet ja abstimmen, ein Mario Kart Wii Fun Room als Special genommen, wie eigentlich die letzten paar Male auch schon. Und ja, ich fand die Idee ganz gut. Und deswegen machen wir den auch. Der lag auch mit 30 Stimmen in dem, bei der Abstimmung vorne. Also es ist wirklich krass, wie ihr das Spiel immer noch hypt. Und ja, wir machen Mario Kart Fun Room. Und ich werde euch jetzt schon mal den FC einblenden. Allerdings braucht ihr neue, also jetzt braucht ihr zu den Fun Room Skype. Und zwar, ja, es gibt es ja nur 12 Plätze und ich sag's mal so, wer zuerst kommt, der ist dann halt auch drinne. Ich werde nur 12 Leute in diese Skype-Gruppe lassen. Das ist, also ich werde eine Skype-Gruppe machen, logischerweise, wie letztes Jahr auch schon. Und das wird dieselbe Gruppe wie letztes Mal auch schon. Also es wird nochmal dieselbe wie, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Funroom war. Auch irgendwie 1000 Abo-Special oder so. Und ja, wird dieselbe Gruppe genutzt, als die, die da schon drin sind, die sagen mir eben, ob sie mitfahren können oder nicht. Und dann wäre das auch erledigt. Auf jeden Fall schreibt ihr mich dann bei Skype an. Ihr könnt auch bei YouTube schon mal schreiben und fragen, ob noch ein Platz frei ist, wenn ihr das ein paar Tage später erst seht. Und ja, das wäre alles kein Problem. Auf jeden Fall wäre der Fun Room dann, und jetzt passt genau auf, das werde ich auch nochmal in die Kommentare schreiben, der Fun Room wäre dann am 7.01.2017. Also praktisch am Samstag, diesen Samstag. Und die Uhrzeit wäre dann 16:30 Uhr. Beziehungsweise man kann da ja noch ein bisschen verschieben, falls da jemand irgendwie gerade keine Zeit hat oder so. Aber 16:30 Uhr ist, denke ich mal, ganz okay. Und es gibt leider ein Problem. Ich weiß nicht zu 100%, ob ich samstags Zeit habe. Sollte ich keine Zeit haben, werde ich dann über die Skype-Gruppe informieren. Und zwar ein, zwei Tage vorher. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass ihr mich bei Skype addet, sonst, ja, wer mich nicht bei Skype addet, den schmeiße ich dann einfach aus dem Raum raus, wenn wir 12 sind und die in der Skype-Gruppe da nicht reinkommen. Also, ihr braucht dringend Skype, sag ich mal so, und, ja, wenn ihr mich da addet und in die Gruppe reinkommt, dann seid ihr eigentlich safe dabei. Auf jeden Fall, kann es sein, dass ich den Termin auf Sonntag verschieben muss. Und, ja, wie gesagt, weil ich nicht genau weiß, ob ich da Zeit habe und das wäre dann aber auch 16:30 Uhr. Ich möchte den aber eigentlich relativ gerne am Samstag machen, weil Sonntag ist es immer so eine Sache, wenn man dann am nächsten Tag in die Schule muss. Da hat man immer nicht so, ich sag's mal so, wir hätten eigentlich ein Open End, wenn das Samstag wäre und Sonntag wäre das eben nicht ganz so, weil ja, ich will dann auch noch sowas für die Schule machen, so, das wisst ihr ja sicherlich. Ich bin momentan ein bisschen im Stress und ja, deswegen. Auf jeden Fall würde ich mich dann freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr kommt, beziehungsweise mich dann auch bei Skype addet. Meinen Skype-Namen werde ich auch nochmal in die Beschreibung tun. Also ihr könnt auch einfach suchen, Mr. Rixo, dann solltet ihr mich finden. Und ja, das wäre es erstmal so von den Infos, die ihr braucht. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die 2000 Abonnenten. Hat mich wirklich mega gefreut, dass wir die doch noch so schnell geknackt haben. Und jo, dann lasse ich euch das Gameplay im Hintergrund auslaufen. Wir sehen uns dann zum 2000 Abonnenten-Special. Und ja, Leute. Haut rein. Ciao.